Ja, Luca, wie bist du in den ersten Tagen reingekommen hier beim neuen Club? Wie fühlst du dich? Ja, macht Spaß. Die Jungs, glaube ich, man merkt, es ist eine sehr intakte Truppe. Ja, viele ähnliches Alter, ja, lockere Stimmung. Von daher auch ja, gut aufgenommen, wie man das immer so sagt. Ne? Nee, macht wirklich Spaß. Training ist intensiv. Jetzt im Trainingslager, glaube ich, viel Zeit auch, sich noch mal ein bisschen intensiver kennenzulernen. Aber die ersten Tage waren gut. Kanntest du den einen oder anderen schon ein bisschen? Ja, Marvin Schwebe, bisschen aus der Jugend in Frankfurt. Davy ab und zu mal U-Nationalmannschaft. Aber ansonsten noch nicht. Kannst du noch mal kurz erklären, was war für dich ausschlaggebend, zu sagen, okay, ich gehe den Schritt jetzt von Wolfsburg nach Köln? Ja, habe ich ja quasi schon mal, aber ich glaube, mir war es wichtig, ja, einfach wohin zu kommen, wo ja, ich jemanden, gerade auch den Trainer habe, der ehrlich ist, der mir Feedback gibt, was gut, was schlecht. Ja, wo auch quasi ich gewollt bin sozusagen, dass die Leute sich freuen, dass ich da bin, auch wissen, mit mir zu arbeiten, Bock darauf haben. Das war mir extrem wichtig, dass das Gefühl hatte ich. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, dass ich noch ein Element mit reinbringen kann und damit der Mannschaft auch helfen kann, was mein Ziel ist, einfach ja, der Mannschaft zu helfen und dass wir gemeinsam dann erfolgreich sind. Du hast, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, nach dem Gespräch mit Steffen Baumgart, wärst am liebsten gleich losgelaufen. Ja, muss ein gutes Gespräch gewesen sein. Wie hat er dich gepackt? Ja, nein, es ist einfach, ich bin ein offener und ehrlicher Typ. Das ist mir wichtig, diese Emotionen auch so ein bisschen von außen. Ich mag das, wenn das mit reinkommt. Es gehört zum Fußball dazu, es gehört auch zu mir dazu. Und ja, dementsprechend hat es Spaß gemacht und ja, das war das. Du hast die Elemente angesprochen, die du reinbringen möchtest. Was sind das für Elemente? Was macht dich aus? Ja, ich glaube, einfach eine Spielfreude, die muss bei mir immer gegeben sein. In einer gewissen Weise, klar, habe ich lieber den Ball am Fuß. Aber ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch Komponenten mit dazu genommen, die auch gegen den Ball sind, dass ich auch mal einen Ball klaue, eine Balleroberung habe. Und ja, generell einfach meine Mitspieler in Szene zu setzen, Aktionen Richtung Tor zu haben, und ja, da Lösungen zu finden mit dem Ball. Luca, wenn man mit Leuten spricht, die dich trainiert haben in deiner Karriere, die sagen, der Junge hat so viel Potenzial, der kann so viel. Das war jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen schwieriger. Was macht dich zuversichtlich, dass es jetzt wieder bergauf geht? Schon allein die letzten 6 Monate in Wolfsburg, glaube ich, war nicht so verkehrt. Was die Spielzeit anging, war es zu wenig. Ich glaube, was die Quote anging, auf die Minuten gesehen, war es nicht so verkehrt. Wenn ich das halten kann, dann wird es eine Riesensaison. Nein, aber ich glaube, ich habe auch in diesem Jahr, in dem letzten Jahr quasi in Wolfsburg, auch eine Menge mitgenommen, viel an mir gearbeitet, mir immer wieder dann auch Schwerpunkte gesetzt Richtung Training, weil der Wettkampf halt meistens nicht so viele Minuten waren. Ja, da einfach Sachen, keine Ahnung, verschiedene Sachen, mehr 1 gegen 1 zu gehen, mehr Balleroberung zu haben, da einfach Schwerpunkte zu setzen, um das quasi in mein Repertoire mit aufzunehmen, was besser werden kann. Ich glaube, das hat gut geklappt und das war das, was dann letztes Jahr in der Rückrunde bei rumgekommen ist, glaube ich, war so ein bisschen dann auch der Ertrag davon. Und da will ich einfach anknüpfen, weitermachen und noch einen draufsetzen. Hast du eine Lieblingsposition, auf der du am liebsten, also am liebsten spielen würdest? Ja, generell klar, am liebsten eher zentral, Richtung 10, zweite Spitze, würde ich sagen, ist schon absolut meine beste und auch meine Lieblingsposition, ja. Du hast ja für Frankfurt, den HSV, Benfica gespielt. Das sind ja absolute große Clubs, Traditionsclubs, als sage ich jetzt mal. Wie sehr tut dir das wieder gut, jetzt auch das jetzt hier zu haben wieder? Ja, tut mir gut, auf jeden Fall. Ich bin happy darüber, was ich auch eben gesagt habe. Ich glaube, diese Emotionen, die dann auch mit dazukommen, gerade im Stadion, dann nochmal was anderes. Aber es freut mich, wenn ich auch beim Trainingsauftakt, wie viele Leute da waren, man merkt wieder, der Club lebt sozusagen und die Leute sind mit Herz dabei und ist ein schönes Gefühl. Als Nationalspieler und auch mit der Erfahrung, die der Kollege gerade angesprochen hat, siehst du dich auch als Führungsspieler oder bist du einer, der in so eine Rolle reinwachsen kann? Ja, also reinwachsen, glaube ich, ist ganz gut beschrieben. Ich probiere natürlich zu reden, auf dem Platz Verantwortung zu nehmen, die Jungs zu dirigieren, zu helfen.
Aber ich glaube, ja, ich komme neu in eine Mannschaft. Da gibt's Hierarchien, auch in einer gewissen Weise. Von daher, und da muss man sich ja, dann auch erstmal, wie gesagt, so ein bisschen reinwachsen, schauen, wie das passt. Aber ich glaube, das kriegen wir gut hin.